Hallöchen. Und ich weiß es wieder, wie es hieß. Es war eine transiente globale Amnesie. Manchmal denke ich, ich rede zu schnell, das kann mich keiner verstehen. Jedenfalls, da war es aber so, dass man nach 24 Stunden alles wieder wusste und nicht, und auch nur Sachen vom letzten Tag oder so, von kurzer Zeit vergessen hat. Und nicht von vor Jahren oder so. Wie kann man uns nicht mehr kennen? Wir sind so auffällig und aufdringlich. Muss schon echt schlimm sein. Uff, endlich frische Luft. Ich habe mich niedergeschlagen auf den Bordstein gesetzt. Auch wenn Lysander sich gut von seinen Verletzungen zu erholen scheint, ist sein Zustand doch beunruhigend. Die Erinnerung an andere Menschen zu verlieren, ist wirklich dramatisch. Was ist los? Ich habe mich überrascht hochgesehen. Oh, stimmt, der beste Freund muss natürlich auch da sein. Du machst ein Gesicht, bei dem man richtig Gänsehaut bekommt. Kassiel, keine Panik, er ist außer Gefahr. Dann sag, was los ist. Ich habe ihm die Situation so gut ich konnte erklärt. Ach, du Scheiße. Was ist das denn für ein Mist? Ich weiß nicht einmal mehr, wer du bist. Er weiß nicht einmal mehr, wer du bist? Nein, ich frage mich, warum gerade ich... Nö. Nein, das ist nicht einfach zu schlucken. Nein, das verletzt mich so sehr. Nicht einfach zu schlucken. Kann ich verstehen. Der Blick ist sogar irgendwie süß. Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn es bei mir dasselbe sein wird. Nein, das wird es nicht. An ihn müssen wir als erstes denken. Er braucht jetzt unseren Rückhalt. Ich möchte ihm ja gern helfen, sich zu erinnern. Aber wie? Also ich weiß nicht, wenn man ihn jetzt dazu zwingt, sich zu erinnern, bringt das, glaube ich, gar nichts. Und das verwirrt mega. Ich glaube, wenn, dann kommt das eh von alleine dann zurück. Also wenn es auf Dauer so bleibt, dann würde ich da Mühe reinstecken. Aber jetzt gerade, ne, bisschen Gang zurück. Die Ärzte sagen, dass sein Gedächtnis mit der Zeit sicherlich zurückkommen wird. Aber wenn nicht, naja, vielleicht können wir mit ihm sprechen und er kann sich dann an Dinge erinnern, wenn wir davon erzählen. Ja, schon möglich. Kassiel hat recht. Ich sollte es auf die sanfte Art versuchen. Ich habe begonnen, ihm zu erzählen, wer ich bin, aber ich konnte mich schließlich nicht mehr zusammenreißen. So, ich gehe dann mal zu ihm. Weißt du seine Zimmernummer? Es ist die zweite Tür auf der dritten Etage. Ich komme gleich nach. Okay. Ich wartete darauf, dass Armin mit dem Kaffee zurückkommt. Er ist schon bestimmt 20 Minuten unterwegs. Ich frage mich, wo er bleibt. Vielleicht ist irgendwas passiert und er ist direkt wieder hoch zu Lysander gegangen? Ich sollte besser nachsehen gehen. Ich habe noch einmal tief durchgeatmet, bevor ich mich dazu durchbringen konnte, wieder das Krankenhaus zu betreten. Okay. Wir haben es auch diese Episode gar keine Wahl, irgendwo anders hinzugehen anscheinend, glaube ich. Also, fände ich ganz gut, ne? Okay, hier ist er auf jeden Fall nicht, wo der Kaffee normalerweise wäre. Ah. Nein, Nina. Warum ist die hier? Ehrlich jetzt. Was macht... Er würde es schon schaffen. Ich werde ihm helfen. Oh nein. Ich vermute, was, sie redet ihm ein, dass sie seine Freundin wäre. Ach du Scheiße. Ich meine, er weiß es vielleicht nicht besser, ne? Nina? Ja. Sie hat sich auf die Sander sinken lassen und ihm einen Kuss auf die Wange gegeben. Och, that was close. Der Arzt hat mich angelächelt. Es ist wirklich schön, dass Sie gekommen sind. Lysander braucht Gesellschaft. Da gibt es nichts Besseres, als seine Nahestehenden, um sich seine Amnesie zu stellen. Aber ich lasse euch jetzt mal allein. Sie möchten sicher gern mit Ihrer Freundin in Ruhe sprechen. Wie bitte? Oh, Nina hat sich dem Ärzteteam vorgestellt. Als Lysanders feste Freundin? Ja, sie hätte uns früher Bescheid sagen müssen. Wenn wir das gewusst hätten, hätte sie ihn schon mit seiner Familie besuchen dürfen. Na, das war ja klar. So, ich lasse Sie da mal allein. Rufen Sie mich, wenn Sie etwas brauchen. Er hat das Zimmer verlassen. Nina kuschelte sich unterdessen weiter an Lysander.
Das ist sowas von falsch. Im Ernst. Nina, ich muss mal kurz mit dir reden. Ha, kannst du uns nicht mal kurz in Ruhe lassen? Du bist echt nicht nett. Hör auf mit diesen Spielchen, es reicht. Nanashi, lass uns doch bitte kurz allein. Nein! Oh. Ich glaube, das sollte jetzt nicht sein. Er hat mich geschockt über meine Reaktion angesehen. Puh. Nina wird schon wieder ganz seltsam. Ich kann mit dieser Situation alleine nicht umgehen. Ich brauche Hilfe. Meine Güte, ich kann auch nichts alleine. Letztendlich habe ich kapituliert und lieber nach den anderen gesucht. Okay, tschüssi. Oh Gott, das kann ja echt noch was werden. Ist doch krank. Ach so, was ist denn mit dem anderen Zimmer? Jetzt waren alle in dem anderen Zimmer. Aber warum ist nebenan ein Zimmer, das leer ist und... Da sind die ja doch nicht. Ach komm, das ist bitte nicht wie in der Schule, ja? Die haben jetzt bitte einen festen Platz, wo die sind, okay? Ich will es nicht durch die ganze... Oh, na toll, ich muss überall rumrennen und... Oh, sie ist schon genervt. Was rennen sie hier herum? Sie sind doch hier nicht auf dem Schulhof. Ja, das habe ich auch gedacht, ne? Ich suche meine Freunde. Und weshalb sind sie hier? Um sich zu amüsieren? Natürlich nicht. Beruhigen Sie sich bitte. Die Patienten hier brauchen ihre Ruhe. Ja, sie sind ja auch voll ruhig, ne? Mann, die hat echt Probleme. Gott. Und ich kann ja vor allem nicht aufhören, ne? Das ist der einzige Bereich, wo ich denn so hin kann. Ja, jetzt gibt's ja nicht mehr so viele Räume. Jetzt muss man die natürlich doppelt so oft ablaufen, bis man jemanden findet, ne? Ja, vielen Dank auch. Genau das wollte ich. Yay! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber das ist immer wieder lustig, wie mich Leute anschreiben und sagen, ich komme nicht weiter, da taucht einfach keiner auf, ich glaube, ich habe einen Bug. Ich glaube, das passiert eigentlich voll oft, ne? Dass man einfach keinen findet. Und dann muss man einfach lang genug rumlaufen. Das ist das Problem, wenn man halt nur 10 APs pro Woche hat, ne? Denkt man halt, das würde ewig dauern und in Wirklichkeit, ne? Ist das so wie bei mir hier halt, ne? Nur drei Runden durch und dann hat man es ja, ne? Ja. Deswegen antworte ich meistens auf diese Nachricht nicht, weil... Ich bin erstens kein Lösungsbuch und zweitens, es löst sich immer von selber. Deswegen, nehmt mir das nicht übel. Dieses Krankenhaus ist wie ausgestorben. Meine Güte, wo sind die anderen bloß? Okay, wohl doch als mehr 3 Runden, ne? Mehr als 3 Runden. Gott, Satzstellung. Late und der Arzt scheinen in einer angeregten Unterhaltung vertieft zu sein. Gibt's ein Problem, Nanashi? Oh, nein, nein. Late hat gerade wirklich anderes um die Ohren. Da brauche ich ihm nicht mit meinen Problemen zu kommen. Naja, so ein bisschen wichtig ist es dann vielleicht doch. Aber gut, wir haben ja natürlich nichts Besseres zu tun, als hier durch die Gegend zu latschen. Deswegen füge ich mich wie immer meinem Schicksal und rolle durch die Gegend. Da war ja noch was von der letzten Episode, ne? Von den Liebesfakten, die ich dazwischen drin immer gesagt habe. Es war auch nur noch einer übrig, deswegen zögere ich jetzt natürlich, den rauszuhauen, ne? Und außerdem habe ich ihn gerade nicht neben mir liegen. Hä? Ich bin vorbereitet wie Sau. Ich wollte das halt jetzt ganz schnell beginnen, ne? Bevor ich irgendwas erfahre. Das Einzige, was ich jetzt schon erfahren habe, dass es hier anscheinend schwer sein soll, die Episoden wieder zu kriegen. Und das sind wir leider mittlerweile gewohnt, ne? Das ist ja leider nicht mehr anders mittlerweile. Und es ist so deprimierend und jetzt kommt schon bitte. Aber ich habe nichts falsch gemacht, oder? Also, ich meine jetzt, bis ich die finde hier mal. Das ist schon echt fies, ne? Wie viel die hier einen verschwenden lassen, ne? Okay. Kann ich Ihnen helfen? Eigentlich suche ich meine Freunde. Haben Sie sie zufällig gesehen? Ist eine deiner Freunde das hübsche Mädchen mit dem silbernen Haaren? Ja, genau. Ich habe sie zuletzt im Gang auf der 3. Etage gesehen. Mist, da sind sie bestimmt schon weg. Danke trotzdem. Tut mir leid. Ja, was soll man machen? Ich habe doch eh nichts Besseres zu tun. Und dann vertrösten die hier ein mit so Kurzgesprächen mit Personen. Ja, das ist echt aufmunternd. Dankeschön. Boah, sparen die sich hier Zeit. Alter Schwede.
Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Okay, diese Wartezeit schneiden wir jetzt mal eben raus. Ich habe echt noch nie so viele APs für einfach gar nichts verbraucht. Und ist das jetzt wieder ein Zwischengespräch oder wird es jetzt mal was? Ups. Ich sollte mich besser beeilen, bevor diese Furie von Krankenschwestern mir wieder die Hölle heiß macht. Ja, es war wieder nur ein Zwischengespräch. Bis später. Okay, das ging schnell. Da ist Lisandras Mutter. Sie war vorher so fröhlich. Es tut mir weh, sie so zu sehen. Sie muss im Moment ganz schön viel durchmachen. Oh, ist also doch die Mutter. Ach so. Ja, da war was. Oh, Entschuldigung, Leute. Entschuldigen Sie? Sie hat sich mir mit einem abwesenden Blick zugewandt. Wissen Sie, wo die anderen sind? Geht es Ihnen gut? Oh, Entschuldigung, vielleicht möchten Sie lieber allein sein. Also, das finde ich gerade am rücksichtsvollsten, um ehrlich zu sein. Und das finde ich am rücksichtslosesten. Geht es Ihnen gut? Aber das, wir sind eine fremde Person, ne? Aber die ist eine nette Omi. Shit. Stimmt. Das ist die dümmste Frage, die mir heute gestellt wurde. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht... Nicht so schlimm. Das ist nicht ihre Schuld. Oh Gott, ich bin so... Oh Mann, Feingefühl, Rossella. Oh Gott. Sie hat sich wieder in Richtung Stadt gedreht. Mein armer Georg. Okay. Oder George oder sowas auch mal. Er ist krank vor Sorge. Und das in seinem Zustand. Oh Gott, hätte man ihm besser nichts erzählt. Ich weiß nicht wirklich, was ich darauf antworten soll. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sie sich fühlen muss. Ist ihr Ehemann auch hier im Krankenhaus? Ich habe mir auf die Lippe gebissen. Meine Güte, von allen Themen, die es zu vermeiden gilt, habe ich das Schlimmste ausgewählt. Ich bin so ein Idiot. Ich bin wieder panisch geworden. Nein, mein Georg ist in der Nähe des Hofs geblieben. Dort gibt es ein gutes Krankenhaus und die Leute pflegen ihn dort gut. Aber sie können nicht viel für ihn tun. Ich blieb steif und starr stehen. Genau das hatte ich befürchtet. Welche Krankheit sein Vater auch immer hat, er wird sich nicht mehr davon erholen. Bitte schauen Sie nicht so, meine Liebe. So spielt das Leben und mein Georg hatte ein wirklich schönes Leben. Er sorgt sich nun viel mehr um die Kinder. Er sollte sich keine Sorgen machen. Lysander und Leigh sind zwei wirklich außergewöhnliche Menschen. Das ist wirklich süß von Ihnen. Sie sind nicht auch zufällig in Leigh verliebt? Was? 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 Das ist eine komische Frage. Da gibt es nämlich schon Rosalia, wissen Sie? Oh, ich weiß. Leigh ist nur ein Freund. Ich gehe wieder zu den anderen. Möchten Sie mit mir kommen? Ich bleibe noch ein bisschen hier. In Ordnung, bis später dann. Sagen Sie Lysander, dass ich gleich komme. Okay. Aber, ja, er will ja nicht mal mich gerade sehen. Ah, da seid ihr ja. Sie sitzen hinten in der Cafeteria. Ja, ist natürlich immer da, wo man zuletzt sucht. Genau, ne? Also, ich habe die ganze Zeit nicht hier geguckt. Mein Fehler, Entschuldigung. Hey, Nanashi. Wo wart ihr? Sorry für den Kaffee, Nanashi. Diese Furie am Empfang hat wieder aufgebockt. Und danach habe ich Rosa und Kastiel getroffen. Da habe ich deinen Kaffee vergessen. Nicht so schlimm. Und du, Kastiel? Ich dachte, du wolltest hoch zu Lysander. Er brauchte einige Sekunden, um mir zu antworten. Sein Blick wanderte zwischen Armin und mir hin und her, so als ob er versuchte, unsere Gedanken zu lesen. Es muss sicherlich komisch wirken, dass wir beide hier sind. Eigentlich hatte ich kaum Gelegenheit dazu, mit Lysander zu sprechen. Ich musste das Zimmer verlassen, als die Krankenschwestern gekommen sind. Da wollten wir hier warten. Außer, dass wir uns dann etwas verlaufen hatten. Warte mal eine Sekunde. Auf dem Titelbild war Armin. Aber Armin ist ja nur hier wegen mir. Und ansonsten wäre doch auch der Freund mitgekommen, oder? Aber das Titelbild ist doch für alle zu sehen, also
Ist das bei jedem anders? Ich bin verwirrt. Außer, dass wir uns dann hier etwas verlaufen hatten. Late spricht gerade mit den Ärzten. Sie klären ihm genau, wie es um ihn steht. Okay, okay. Aber jetzt gerade haben wir ein anderes Problem. Was ist denn los? Nina ist hier und sie gibt sich als seine feste Freundin aus. Was? Sie hat überall herum erzählt, dass sie mit Lysandra zusammen ist. Und er glaubt ihr, genauso wie die Ärzte. Atme tief durch und erkläre uns. Er wollte mir gerade übers Gesicht streicheln. Doch dann zuckte er mit seiner Hand zurück und tat so, als würde er seine Fingernägel begutachten. Smooth, Junge, smooth. In Gesellschaft von Cassian müssen wir schließlich mehr aufpassen als heute Morgen noch. Ich versuchte mich zusammenzureißen, um ihnen alles zu erzählen, was passiert war, als sie nicht dabei waren. Das können wir nicht durchgehen lassen. Wofür hält sie sich eigentlich, diese kleine, ätzende... Ich schmeiße sie hier raus, das garantiere ich euch. Ich habe sie sich aufregen lassen. Ich bin auch total sauer auf Nina. Und nicht nur, weil sie überhaupt der Grund für den Unfall war. Ich sollte sie besser unterbrechen. Schließlich ist Nina nichts weiter als ein verwirrtes kleines Mädchen. Wir sollten sie lieber zur Vernunft reden. Aber das erste klingt schon falsch, weil sie ist nicht direkt der Grund für den Unfall. Es wäre auf jeden Fall gemein, ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich würde aber eher den Streit unterbrechen, tatsächlich um Lysandras Willen. Also, weil wenn wir sie jetzt gewaltsam quasi dort rausziehen und sie anbrüllen, keine Ahnung, und er denkt, dass es seine Freundin ist, wird das schon verwirrend sein. Also, es ist sowieso schon alles verwirrend, ne? Und das macht sich besser. Es bringt doch nichts, gemein zu ihr zu sein. Wir sollten sie besser um ein Gespräch bitten. Wir brauchen trotzdem einen Schlachtplan. Der Stratege. Ach, Pläne sind überflüssig. Ein paar Ohrfeigen sollten reichen. Okay. Der weiß, wie man Damen behandelt, aber das haben wir auch schon von Anfang an gewusst, nicht wahr? Übertreib mal nicht. Gewalt ist schließlich keine Lösung. Wir haben uns entschieden, dass wir das Problem lösen wollen und sind losgegangen. Auf gut Glück. Also mit dem Plan, wir wollen das Problem lösen. Das ist unglaublich. Hey, wo wollen Sie denn hin? Zu meinem Freund. Bitte nicht alle auf einmal. Und es ist gerade schon jemand bei ihm. Das ist ja das Problem. Also hören Sie, wir sind hier in einem Krankenhaus und ich spüre eine gewisse Unruhe, seit Sie hier sind. Ja, das bringen wir so mit uns. Ich muss Sie bitten, die Regeln des Krankenhauses zu respektieren. Es dürfen nicht mehr als zwei gleichzeitig im Zimmer. Verstanden? Ja, verstanden. Ich habe Kaste etwas murmeln hören, aber der Arzt ist ohne ein weiteres Wort verschwunden. Wir haben uns entschlossen, den Hinweis des Arztes zu ignorieren und ins Zimmer zu gehen, obwohl Nina bereits dort war. Ach Gott, Leute. Wir haben entschieden, dass Rosa und ich uns am besten mit ihr unterhalten sollten. Cassiel war dazu viel zu aufgebracht und hätte uns sonst nur Probleme gebracht. Armin hingegen hatte das Gefühl, Lysandra nicht nahe genug zu stehen. Komm, Nanashi, wir gehen ihr den Kopf waschen. Wir haben doch gesagt, wir wollen uns auf die sanfte Tour versuchen, Rosa. Das habe ich nur so zum Spaß gesagt. Vielleicht, aber zu Späßen scheint sie gerade nicht aufgelegt. Wie ich es mir gedacht habe, ist Nina immer noch da. Sie streichelt Lysandras Kopf. Aber vielleicht tut sie ihm ja gut, nicht wahr? Sie tickt wirklich nicht mehr richtig. Sorry, wenn ich euch mal kurz unterbreche, aber ich muss mit dir sprechen. Das geht gerade nicht. Ich kümmere mich um Lysandra. Das kann ich durchaus kurz übernehmen. Nein, nein und nein. Ich verstehe schon, was du davor hast, aber das funktioniert nicht. Kann mir mal jemand erklären, was gerade vor sich geht? Ich habe den Eindruck, als gäbe es ein Problem. So sieht's aus. Gott sei Dank wirst du dir darüber bewusst. Bist du böse auf mich? Rosa hat sich auf die Zunge gebissen. Ich sehe genau, dass sie ihm am liebsten alles erzählen würde, aber die Ärzte haben klipp und klar gesagt, dass wir Lysandra schonen müssen. Wir müssen Nina auf jeden Fall hier rausbekommen. Du solltest in die Cafeteria gehen, Nina. Du solltest mit Rosalia gehen, Nina. Du solltest ein bisschen Luft schnappen gehen, Nina.
Luft schnappen gehen? Ich habe Nein gesagt. Ich brauche keine frische Luft. Der Arzt möchte mit dir sprechen, um dir Lysanders Zustand näher zu erklären. Du bist schließlich seine feste Freundin. Da ist das doch normal. Tja, da kommst du nicht raus. Sie ist auf der Hut. Sie weiß, dass wir ihr Spielchen durchschauen, aber die Ärzte hingegen glauben ihr. Nina hat letztendlich eingewilligt. Rosa hat sie aus dem Raum gebuxiert und ich blieb mit Lysander allein zurück. Unangenehmes Schweigen. Ich bin sicherlich nicht die hilfreichste Person, um ihm dabei auf die Sprünge zu helfen, sich wieder zu erinnern. Aber ich werde mein Bestes tun. Alles in Ordnung? Diese Frage müsste man eigentlich dir stellen. Körperlich geht es mir gut. Mir ist bewusst, dass es schlimmer hätte ausgehen können. Und was alles andere angeht, bin ich etwas perplex. Was meinst du damit? Ich bin etwas ratlos, was meine Beziehungen zu euch allen angeht. Sprichst du von Nina? Sprichst du von Rosa? Sprichst du von mir? Zu euch allen, also... Oh Gott! Nina? Sie ist tatsächlich diejenige, die die größten Fragezeichen aufwirft. An was erinnerst du dich denn ihr bezüglich? Das ist es ja. Ich erinnere mich an gar nichts. Es scheint mir völlig unmöglich, meine eigene Freundin vergessen zu können. Dafür gibt es sicherlich gute Gründe. Also, ist sie wirklich meine Freundin? Mir die Spucke weg. Sie ist noch so jung und ich kann mir kaum vorstellen, dass wir beide zusammenpassen. Ich fühle mich total dämlich dabei, ihm die Wahrheit vorzuenthalten. Lange schaffe ich das nicht mehr. Aber ganz offensichtlich denkt er schon an etwas ganz anderes. Und wir beide, du und ich, sind wirklich einfach Freunde, oder? Du bist zu Besuch gekommen, weil wir uns gut verstehen, nehme ich an. Ich kann dir dann eine persönliche Frage stellen? Na klar, ich bin hier, um dir so gut es geht zu helfen. Ich bin nicht mit Rosalia zusammen? Was? Um ganz ehrlich zu sein, als ich sie hier gesehen habe, dachte ich, sie ist gekommen, weil... Was erzählst du denn da? Und jetzt ist er völlig verrückt geworden. Warum sagt er denn so etwas? Ich weiß auch nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir uns sehr gut verstehen und... Vielleicht gehe ich gerade zu weit. Also willst du damit sagen, dass Rosa dir gefällt? Oh Gott, was ist das denn? Vielleicht hätte ich dieses Thema nicht anschneiden dürfen. So wie du reagierst, scheint diese Art von Thema nicht unbedingt normaler Gesprächsstoff zwischen uns zu sein. Es liegt daran, dass es so überraschend kommt. Du weißt also nicht einmal, mit wem Rosa zusammen ist? Ah, sie hat also einen Freund. Sie ist mit Leigh zusammen. Oh Gott, er sieht so geschockt aus. Ich weiß, die Ärzte haben gesagt, keine aufwühlenden Neuigkeiten, aber das konnte ich nicht für mich behalten. Und außerdem kann man nicht wissen, dass es aufwühlend ist. Mit meinem Bruder? Ihr sprecht von mir? Ich habe mich erschreckt. Okay, das reicht jetzt erstmal für einen Part. Achso, ja, das Kästchen muss ich jetzt noch lesen. Ich hatte nicht einmal gehört, wie Leigh und seine Mutter den Raum betreten hatten. Okay. Also, so im Rückblick hätte man jetzt schon früher vermuten können. Nein, eigentlich auch nicht. Also, ob Lysander jetzt irgendwas für Rosalia empfindet, aber... Naja, der war halt immer zurückhaltend mit seinen Gefühlen, Emotionen, allgemein. Also, nein, das konnte man nicht wissen. Okay. Also, er mag Rosalia. Oh Gott, nein, das mit Leigh darf doch nicht kaputt gehen. Nee, das geht hier nicht. Nee. Außerdem kriegt hier eh keiner eine Beziehung, außer uns. Ich glaube, das ist bloß so ein Schocker, weil er halt nicht weiß, was die Beziehung zwischen ihnen ist, weil er halt Rosalia gerne mochte. Ja. Also, ne, also normalmäßig, meine ich jetzt. Gott. Das ist echt alles ziemlich aufwühlend und krass. Also das, was Nina macht, geht schon mal gar nicht. Ach Gott.
Ja, dann werden wir uns in nächster Episode wohl weiter aufregen, überraschen lassen. Ich weiß auch nicht. Gut, dann bis zum nächsten Part, ne? Tüdelü und bis denne.